was besser ist. So ab 50% kann ich, glaube ich, mal dann groß anfangen, mal was zu schmieden. Zumindest hier die Level 1 Waffen ungefähr etwas aufwerten. Und ich nenne jetzt einfach mal Level 1 Waffen. Oh, wir haben 120. Oh, eine Meeresmuschel. Ich finde das auch richtig genial, wie dieser Tisch einfach in der Wüste steht. Warum sind da hinten fliegende Pyramiden? Das fällt mir gerade so auf. Und da hinten ist ein Eisberg oder sowas. In der Art. Das schmilzt. Irgendwo kommt mir das bekannt vor. Ich glaube, das ist so ein Moorhuhnkopf oder sowas. Weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mal, ob ihr das sowas noch kennt wie Moorhuhn. Das war früher eins meiner Lieblingsspiele. So mit diesen Moorhühner abschießen, sprich töten. Oder Moorhuhn-Kart und sowas. War eigentlich immer ganz chillig. Kann man auch so mit seinen Freunden und sowas immer zusammenspielen. Ich habe das immer gerne mit meinem Bruder gespielt. Oder Moorhuhn Schatzjäger, so Jump'n'Run. Davon gab es ziemlich viele Sachen eigentlich von diesen Moorhuhn Sachen. Was ich aber auch ganz nice finde. Also ich muss sagen, mit diesen Damage-Over-Time-Sachen, die finde ich richtig gut. Hier beispielsweise mit dem Feuerball und dem... Also hier mit dem Brennen-Effekt und dem Blut... und der Blutung. Wie das Ding bluten kann, verstehe ich zwar nicht, aber... Man muss ja nicht alles verstehen. Na... Na, froh. Dass es nicht die sieben Plagen waren. Haha. Quest dann. Oh, das habt ihr geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr es packen würdet. Komm, es war immer nur eins von den Dingern. Also, das wäre doch nur eine Kleinigkeit. Zu dem, was wir eigentlich sonst immer so machen, ja? So. Reisen. Jagd. Reisen. Ich würde noch ein bisschen jagen. Lol, wieso Sandsack Level 12? Setzt euch Schutzbrillen auf, sonst kriegt ihr Sand in die Augen. Hierbei dreht sich alles um Sand und meine Monster. Macht euch bereit. Kämpfen. Das soll wohl ein Witz sein. Oh nein, soll es nicht. Erinnert mich an diesen alten Yu-Gi-Oh! Soundtrack von den alten Yu-Gi-Oh! Spielen irgendwo. Hier, wenn man so ein Duell war. So noch diese für den Game Boy. Da habe ich damals noch welche rumliegen. Ich glaube mal, ich sollte so langsam aber sicher heilen.
Oh, das war jetzt der normale Schlag. Dafür habe ich den extra geskillt. So, der Gegenschlag. Fähigkeitspunkte. Yeah. Mana-Strom. Und er macht mal Geiers Segen. Das Lustige an der Wüste ist, dass ich sie nicht heiß genug finde. Questman. Und jetzt ist nur noch Sand da. Oh, die sind auch Level Up gegangen. Machen wir mal den Schlag. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht geskillt. Sollte ich das machen? Eigentlich mal. Dritter stellt sich in der vorderste Linie und nur 3 Runden. Bedrohung um 5 und körperlicher Widerstand um 2. Ich würde mal sagen, das hier ist mir eigentlich momentan lieber das Zeug, die ersten 3 Sachen. Ich guck mal, vielleicht skill ich das eine noch. Ach, ich kann bloß hier noch, konnte bloß noch mal Jagd machen. Also, hier 2-mal. Dann machen wir mal die Quest Reisen. Reist schnell ins ferne Dorf? Fragezeichen wartet dort auf euch. Ihr habt viel mit euch zu besprechen. Gut zu wissen, er wirkte so merkwürdig. Ich bin verdammt neugierig. Auf mich 3 Gold. Sagt, soweit das Auge reicht. Dann gehen wir mal zur Kräuter-Omi und verkaufen erstmal ein paar Sachen. Nein, das Brot will ich nicht verkaufen. Ich will das haben. Trotzdem will ich sowas haben. Yeah. Wie er sich einmal freut. Ihr seid im fernen Dorf angekommen und seid zu Fragezeichen geeilt, um seine Geschichte zu lauschen. Hey, Fragezeichen. Wir sind gekommen, um herauszufinden, was passiert ist. Ich grüße euch. Seid ihr bereit für eine Geschichte? Alles begann vor einigen Nächten. Ein mächtiger Magier wollte mich, den Hüter des Waldtempels, dazu bewegen, mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Der Magier hat sich also verzaubert und das Artefakt gestohlen? Fragezeichen? Ja, Fragezeichen. Ich glaube, für das verbotene Ritual benötigt er noch all die anderen Tempelartefakte. Wenn er es vollführen kann, wird er so mächtig, dass er zwischen den Welten reisen kann. Diese Artefakte sind als die Pen-and-Paper-Artefakte bekannt. Wer kennt sie nicht, die Pen-and-Paper-Artefakte? Das ist bestimmt so ein riesiger Bleistift, so ein Papier und so. Ich habe so viel vor zu tun.
Bitte seht euch vor. Gut. Quest dann. 18, echt jetzt? Echt jetzt? Die wollen mich doch trollen, oder? Mein Schatz. EP-Boost. EP-Boost. Oh ja, schon der hier. Jetzt Level Up. Level Up. Wir sollten Fragezeichen eskortieren. Oder wollen wir Jagd auf Kaktus, Schlange oder Riesenkäfer machen? Ich würde sagen, wir machen mal Kaktus. Dorfbewohner, die komisch grün aussieht. Grüße, Reisender. Würdest du uns bei einer Aufgabe helfen? Sie ist ziemlich einfach. Ihr müsst lediglich gegen ein paar Monster antreten. Klar, warum nicht? Nehmt es mit ein paar Wüstmonstern auf. Kaktus. Ihr könnt nicht vorbei. Im Kampf gegen die schwulen Kakteen. Hammer! Die komische Kaktus, da kann ich auch lassen. Wobei. Ein Goblin-Nagel, wahrscheinlich ein C-Nagel plus 1 auf Bedrohung. Quest dann. Das hat bestimmt ziemlich Spaß gemacht. Aber war halt etwas nadelig. Als Einzelkämpfer kommt man nicht weit. Eine ausgewogene Gruppe ist da besser. So, jetzt haue ich den noch ein bisschen EP rein. So, aber Leute, an dieser Stelle mache ich schnell Pause. Ich gehe jetzt was essen, noch was holen und dann machen wir gleich weiter. Also, bis gleich. Hey, Weixer, was ist mit dir los? Nee, ja, ich bin wieder da. Ich habe jetzt noch was gegessen, was getrunken. Und noch mein übriges Pausengeld geholt. Ja. Ich will nicht wissen, was ich gedacht habe, was ich sonst mache, ja? Hier Pausengeld holen ist Standard, weil ich kriege ja, hab ja immer so Pausengeld. Naja, gut, meine Mutter gibt mir halt immer so Pausengeld mit, weil sie keinen Bock hat, mir irgendwelches Essen zu machen noch. Ist aber auch selbstverständlich. Darum kriege ich immer so 1,20 mit. Und da, weil montags bei uns, ich ganz ehrlich, ich bin an einer richtig geil. Meine Schule ist eine der richtig der geilsten Schulen, an der man sein kann. Montags kommt kein Bäcker, sie haben Zeug von vor 10 Jahren, die haben beispielsweise Drucker, die zerknittern beim Kopierer, die verknittern ungefähr die halben Blätter beim Kopieren und sowas. Es ist richtig geil. Die haben das
High-Equip vom High-Equip. Das ist doch gar nichts, dass ich in WoW hier für 7000 für 7k Gold hier einfach nur so ein Akkierbogen so gesehen gekauft habe hier. Weil es ist ja momentan so, dass wenn WoD rauskommt, dann bis dann kriegt man hier noch super Chance, wenn man hier einmalig beispielsweise die Schlacht um Orgrimmar macht und Garrosh besiegt, dann kriegt man hier so eine accountgebundene Waffe, sprich Agierwaffe. Und die leveln halt immer so mit. Und da wollte ich auch noch eine haben für meinen Jäger. Und da habe ich halt, und da gab es so Leute, die verkaufen so gesehen so einen Kill. Habe ich für 7k gezahlt für heroisch. Haben den gekillt. Ich bin beim bei der zweiten Phase instant gewiped, einfach nur weil hier. Ich würde, hätte ich das aufgenommen, dann hätte, könnt ihr euch, würde ich euch jetzt eine Szene wahrscheinlich einblenden. Aber ich sag's mir einfach so, ja, zweite Phase, so muss ich so Weg entlang laufen, komme ich so nach oben, so Flächenattacke, BOOM, instant tot. Ungefähr so ist das dann ausgegangen. Aber wir eskortieren jetzt ein Fragezeichen. Lol, 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 lol. Wieso bin ich schon wieder online gewesen? Fragezeichen. Wenn ich mich in der Nähe des Waldtempels aufhalte, werde ich stärker. Ich fühle mich immer noch etwas geschwächt vom Kampf gegen den schwarzen Magier. Aber das wird vorübergehen, wenn wir erst einmal den Tempel erreicht haben. Los geht's. Oh ja, und die Stelle habe ich ja mal aufgenommen. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern an mein Let's Angespielt. Und da sind richtig coole Kakteen im Hintergrund. Oh ja. Und die Palmen, die sind richtig, richtig nice. Richtig nice. Ja, hier so die Stelle, da habe ich den auch so richtig behindert vorgelesen und sowas. Einfach so typisch Asgard-like halt. Wir lesen jeden behindert vor. Wir sind ich bin behindert. Ah! Ja. Viel dazu. Dann hätten wir diesen Tumor auch wieder abgearbeitet. Ach, ich glaube, man merkt schon, dass ich eigentlich hier so ein ziemlicher German Let's Play-Fan bin. Oh, je, 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 je. Fliegende Würfel. What? An dem die W4-Würfel hochfliegen. Wow. Auf zum Waldtempel. Ho! Kampf! 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 Ich mach dich blutig! Feuerball! Stirb! Oh ja, und noch was ich euch sagen wollte. Ihr könnt mir eigentlich auch mal gerne auf Twitter irgendwas schreiben. Würde ich mal so sagen oder behaupten oder so. Keine Ahnung. Weil ich war bis jetzt noch nicht so groß aktiv auf Twitter. Warte, ich kann mal nachschauen während dem Kampf. Ich habe hier Twitter. Wenn ich hier, Moment, ich muss mal dieses Facebook-Icon von meinem Handy da runterziehen. Twitter. Da kann ich mal nachgucken, ob ihr mir hier irgendwelche Tweets bis jetzt schon oder so geschrieben habt. Weil ich habe ja auch Twitter. Das habe ich, ne, das wollte ich noch ein Infovideo machen, aber hab's verpeilt. Tut mir leid. Deswegen, ich bin zwar so ein sweeter Boy, aber ich kann auch nicht alles machen. Das muss ich mir hier immer einloggen, Alter. Einen Moment noch, Leute. Gleich geht's weiter. Muss ich nur noch wissen, welches Passwort das richtige ist.
Okay. Aha, Genghis hat was geschrieben. Okay, dann würde ich mal sagen, dann rasten wir mal. Wow, schon wieder zwei. Das sind ja richtig süße Boys. Ich muss mal gucken, wem ich hier alles folge auf Twitter, ja, ganz ehrlich.